Opas Lied. So heißt unsere Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Sie handelt von einer Gitarre, von Zuversicht und einer mutigen Häsin. Die Tage vergehen schnell, sagen die Erwachsenen. Und manchmal haben sie recht. Nach dem Frühstück gibt es für die meisten viel zu tun. Die einen lernen für die Schule, andere fahren zur Arbeit und auch im Haushalt gibt es viel zu erledigen. Du weißt, wovon ich spreche. Der Geschirrspüler möchte ausgeräumt werden, Schmutzwäsche wandert in die Waschmaschine und ab und zu tanzt der Besen über die Fußböden. Das alles braucht Zeit. Und Kinder und junge Hasen brauchen auch Zeit. Zum Spielen zum Beispiel oder zum Geschichten hören. Klar, dass die Tage so mit allem Möglichen angefüllt sind und volle Tage vergehen schnell. So ist das Leben eben, meint der Blumenopa immer. Abends beim Zubettgehen denkt Lea gerne an ihren Großvater, der im Pflegeheim wohnt. »Ich freue mich schon drauf, wenn wir den Blumenopa wieder besuchen können«, seufzt Lea. Herrn Blume, also den Blumenopa, kennst du vielleicht schon aus unserer ersten Geschichte. Heute Vormittag habe ich mit ihm telefoniert. Er lässt dich grüßen und freut sich schon auf uns beide, erzählt Leo seiner Schwester, während sie in ihr Bettchen schlüpft. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es geht ihm sehr gut und er wird rund um die Uhr bestens betreut. Ich weiß, antwortet Lea. Um den Blumenopa mache ich mir auch keine Sorgen, aber Leo wird hellhörig und setzt sich an Leas Bett und fragt nach. Aber welche Sorgen machst du dir denn? Lea holt tief Luft und meint, ich weiß nicht, wie es mit dem Coronavirus weitergeht. Ich weiß nicht, ob alles wieder gut wird, verstehst du mich, Leo? Ein bisschen mulmig ist mir schon. Leo ist ein perfekter großer Bruder. Du wirst sehen, das alles wird wieder gut. Ich bin sicher, du wirst wieder mit deinen Freundinnen spielen dürfen. Du wirst den Blumenopa wieder besuchen dürfen. Du wirst im Sommer schwimmen können. Alles wird so sein, wie du es gerne hast. Lea sieht ihren Bruder mit großen Augen fragend an. Bist du sicher? Leo streicht ihr über den Kopf und beruhigt sie weiter. Ganz sicher. Wenn wir uns weiter an alle Regeln halten, die uns dabei helfen, das Virus zu besiegen, dann bin ich sehr zuversichtlich. Lea hat nun wieder ein Lächeln auf den Lippen. Eines aber will sie noch wissen. Zuversichtlich? Was bedeutet zuversichtlich? Nun, eine junge Häsin, die sich auf vieles freut, was sie liebt, was sie gerne hat und auch dran glaubt, dass alles wieder gut wird, ist zuversichtlich, erklärt Leo, steht auf und nimmt eine Gitarre zur Hand. Ich werde dir ein Lied vorsingen. Der Blumenopa hat es mir beigebracht. Magst du es hören? Lea ist begeistert. Ja, bitte, ich liebe Lieder, ich liebe den Blumenopa. Na, dann hör gut zu. Ein Lied sing ich, es macht mir Mut. Ich spür sofort, es tut mir gut. Sing mit mir das Mutmachlied. Hast du Lust, dann mach gleich mit. La 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 Lea,
das hast du gut gemacht. La 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 Lea, ich wünsch dir gute Nacht. Noch einmal, bittet Lea. Gut, meint Leo, einmal noch. Ein Lied sing ich, es macht mir Mut, ich spür sofort, es tut mir gut. Sing mit mir das Mutmachlied, hast du Lust, dann mach gleich mit. La 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 Lea, das hast du gut gemacht. La 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 Lea, ich wünsch dir gute Nacht. La 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 Lea, das hast du gut gemacht. La 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 Lea, ich wünsch dir gute Nacht. Hörst du noch etwas? Nein? Dann ist Lea jetzt eingeschlafen, voller Zuversicht. Leo dreht das Licht ab. Ein wenig wird er sich noch auf seinen morgigen Tag vorbereiten. Dann geht auch er zu Bett.